Ja, Schlaflosigkeit, man muss immer differenzieren. Oftmals ist es so, dass Bedingungen, die etwas ausgelöst haben, andere Bedingungen sind, die etwas aufrechterhalten. Und es kann natürlich sein, dass man mal eine Phase hat, wo man schlechter schläft, weil man vielleicht gerade ja, eine schwierige Zeit durchmacht oder gerade unter großem Druck steht, schulischem Stress steht. Und ja, so Faktoren kann Schlaflosigkeit mal herbeiführen. Vielleicht auch noch gekoppelt mit der Schlafhygiene, wo so etwas auslösen kann, wie zum Beispiel, dass man immer online sein möchte und darum die technischen Geräte nicht ausschalten zum Beispiel oder einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus hat, also dass man vielleicht ja, nicht regelmäßig ins Bett geht und dort nicht regelmäßige Zeiten hat. Und dann kann es passieren, dass der Schlaf ins Ungleichgewicht fällt und nachher kann oft andere Faktoren dazu, wo das wir aufrechterhalten. Also psychologische Faktoren sind es meistens. Also wir Gedanken oder Bewertungen von dieser Situation. Also so typische Gedanken sind, oh, die Nacht muss ich aber schlafen, weil morgen ist ein wichtiger Tag und dann muss ich ausgeruht sein. Oder jetzt habe ich schon so viele Nächte nicht geschlafen, also die Nacht muss es klappen. Und diese Gedanken verursachen Stress. Und Stress ist schlafhinderlich. Und so führt es dazu, dass man natürlich wieder wach im Bett liegt und dann fängt es an zu denken, oh, jetzt sind schon wieder 2 Stunden vergangen und ich schlafe immer noch nicht. Jetzt habe ich nur noch 6 Stunden Zeit oder 5 Stunden und dann klingelt schon wieder der Wecker. Und die Gedanken hindern den Schlaf extrem. Und das sind dann die Faktoren, die die Schlaflosigkeit dann oft aufrechterhalten.